schon irgendwie zu machen, hier dran vorbeizulaufen. Gut, jetzt lenke ich den wieder ab irgendwie damit. Weiß gar nicht, ob das wirklich notwendig war. Ja doch, war's. So, weil es gar nichts mit mir zu tun hat oder so, in welche Richtung die umfallen, sondern wirklich nur mit ihrem Gutdünken, wie sie gerade stehen. So, ich mache hier mal eine Regenwolke, eine etwas eckige, um da hier relativ fix dran vorbeizukommen. So, da ist nichts weiter. Und da unten geht's weiter irgendwie, ne? So, das habe ich schon aufgemacht hier. Da war das Puzzleteil drin. Und das habe ich einfach noch nicht geschnallt. Jetzt schau ich mir das mal genau an, was da passiert. Es passiert was. Es bestätigt's irgendwie. Bestätigt es noch einmal irgendwie. Und sonst passiert irgendwie nichts. Und wenn ich hier eine Gewitterwolke mache, kann ich weggehen dabei. Zweimal Regen, einmal Gewitter. Jetzt schnall nichts. Einmal Regen. Ne? Zweimal Regen, einmal Gewitter, einmal Ding. Aber was es so richtig bringt, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Ich frage mich gerade, ob ich die Sequenz nochmal machen sollte. Ich frage mich auch gerade, warum in dem Level die Musik so unglaublich laut ist. Aber es passiert nichts hier. Ne, es passiert gar nichts. Hier müsste der Farbkumpel dann kommen. Also hätte ich jetzt irgendwie vermutet halt, ne? Hier drüben kann ich auch nichts anstellen, ne? Ich will auch den Farbkumpel haben. Ist hier noch irgendwas? Bam, bam. Also die Musik ist halt schon hart, ne? Löschen wir hier mal wieder. Ach, guck mal, was da drüben ist. Also irgendwie muss man da offensichtlich rüberkommen. So, ich mache hier eine Gewitterwolke über ihn. Mach hier eine Regenwolke. Um irgendwie hier rüber zu kommen. Brauche ich ein bisschen mehr. Okay. Okay, das kann ich löschen, aber das ist irgendwie noch nicht alles, weil ich muss das hier irgendwie anzünden. Es geht vermutlich geht es damit, dass das hier alles das Brennen anfängt, ne? Kriege ich die irgendwie so zum Feuerspeien? Ah, da mal einen neuen Stift, das ist cool. Benutzung des Rüstungsstifts. Zeichne Rüstung an deinen Charakter für extra Schutz gegen Feinde. Das gefällt mir. So, wir wollen ihm einen Rüstungshut aufsetzen. Das ist total scheiße. So, ich will ihm einen Rüstungshut aufsetzen. So einen ordentlichen Hut. Und dann kriegt er ein Schild in die Hand.
Und Rüstungsschuhe, so. Das sieht ja total affig aus. Aber total affelig. So, Wolke zeichnen. So, und den Farbkumpel haben wir aber trotzdem noch nicht gefunden, aber der ist hier unten. Das ist ja super, wir haben einen neuen Stift gefunden. Und hier haben wir unseren neuen Kumpel. Hey, Farbkumpel. Sehr schön, aber noch ein Grün. Und jetzt fühle ich mich bereit, den Level zu verlassen. Ja, cool. Das funktioniert ja richtig gut mit der Rüstung. Das gefällt mir. Auch noch einen Schlüssel dazu, fällt mir ein. Den vielleicht zuerst. So, jetzt machen wir hier nochmal eine Gewitterwolke. Also die Rätsel werden schon immer cooler, muss man sagen. Dann können wir den Level verlassen. Sehr cool. Entsperrt Trollgrotte. Trollgrotte. Grotte. Hatten wir ja schon. So, das war nochmal ein kurzer Blick an die Uhr. Wer mir einen Gefallen tun will, ich brauche eine Uhr zur Aufnahme direkt an meinem Monitor irgendwie. Wenn ich Fullscreen-Spiele spiele, weil ich muss mich immer am Monitor vorbeibeugen und auf meinen Fernsehreceiver gucken. So, also. Dann gehen wir mal hier in die Trollgrotte. So, Benutzung des Axtstifts. Haha. Zeichne eine Axt. Berühre die Axt, um sie aufzuheben. Und berühre einen Baum, um ihn zu fällen. Yalla, yalla, yalla. Das probieren wir gleich mal, ha? Huh? So, wir brauchen natürlich eine ordentliche Axt, ne? So. Die auch so richtig was zu bieten hat. So. Sieht die Scheiße aus, aber egal, wir fällen damit einen Baum. Und da ist unser Puzzleteil. Okay, was kann ich denn machen, wenn ich Bäume... Alter, der Yeti war hier. Also ich kann eigentlich alles fällen. Ich mal mir jetzt aber erstmal wieder einen Hut. Und ein Schild. Und Sandaletten. So, es ist irgendwie total scheiße. So, und ich überlege gerade, wenn ich den Baum hier fälle vielleicht. Und der fällt halt in die Richtung, ne? War ja klar. Kann ich die Richtung, in die er fällt, beeinflussen irgendwie? Meine Axt ist im Eimer. Ich brauche eine neue Axt. Also neue Axt. So. Oh, eine neue Axt, die noch beschissener aussieht als die erste. Ich habe das Gefühl, ich kann die Richtung nicht beeinflussen. Das frage ich mich aber, ob ich das hier anzünden kann damit. Alter, ich habe einen Feuerstift. Mann. Ich überlege, wie ich das Ding angezündet kriege, das Dynamit. Dabei habe ich einen Feuerstift. Hier hinten sind Palmen. Das ist schön. Und meine Möwe fliegt hier rum. So, jetzt sammle ich mal aber mal das da mal ein, da so mal. Einen Schlüsselstift habe ich nicht dabei. Da komme ich gerade auch nicht wirklich durch, es sei denn, ich kann mir hier vielleicht einen Durchgang machen. Ne. Muss ich später mal gucken. Ich gucke erstmal in die Richtung, was ich gerade aufgesprengt habe. Ja, ich weiß, ein bisschen unstet. Meine Aufmerksamkeit, das wisst ihr aber ja. Wenn ihr mir ab und zu mal zuguckt, boah, da liegt ganz viel Dynamit. Ich habe das Gefühl, ich treibe hier jetzt gleich ziemlich einen Unfug. Wir brauchen einen Sprenganzug. So.
Ein Sprenganzug, der extrem bescheiden aussieht. Alter! Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Also, dass wir das da aufmachen müssen, ist, glaube ich, klar. Aber die Frage ist... Die Frage ist, reicht es, um es zu zünden? Nee, es reicht nicht ganz. Aber wenn ich das Gebüsch da hier anzünde, dann habe ich vielleicht wirklich Zeit wegzulaufen. Ja, das hat gereicht. Sehr cool. Jetzt schaue ich mich hier mal um. Das Puzzleteil haben wir schon mal. Alter. Einen ganz kleinen Krater hat es hier geschlagen. Und wie komme ich hier rein? Zu meinem Farbkumpel? Ich brauche noch einen Dynamitstift. Entsperrt. Die Schlacht von Strichopolis. Oh Mann, ey. Dass die ganzen Striche immer so aggressiv sein müssen. Entschuldigung. Den konnte ich mir nicht verkneifen. So, da haben wir das Puzzleteil. Und dann demzufolge ist unser Freund hier, ne? Und das ist ein Warnzeichen, ne? Ist hier irgendwas... Ist hier irgendwas, das irgendwie sprengbar wäre? Nicht wirklich, ne? Wie kriege ich den frei? Vielleicht, wenn ich hier nach unten laufe, ne? Spinnen, 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 anzünden. Okay, die Spinnen lassen sich nicht so einfach anzünden, offensichtlich. Aber vielleicht kann ich hier ja mit einer Axt was ausrichten. Mit einer etwas seltsamen Axt, zugegebenermaßen. Dieser Baum lässt sich offensichtlich nicht fällen. Aber vielleicht lässt er sich anzünden. Ja, kann ja sein. Ich will die Spinnen abfackeln. Au, das tut weh. Ja, kann ich bestätigen. Aber vielleicht kommen wir da wirklich dran vorbei auf diese Art und Weise. Und wenn ich sie hier nur so ein bisschen ablenke quasi. Das reicht nicht. Wenn ich den Baum anzünde, springt die schon mal runter. Okay, wenn ich hier jetzt ein Feuer anmache. Entsperrt! Wer früher stirbt, ist länger tot. Puh. Fehlt aber trotzdem noch was. Also, ich meine, wir müssen ja noch an den Farbkumpel kommen. Definitiv. Und die Seite haben wir eigentlich auch noch nicht. Die Seite haben wir eigentlich auch noch nicht. Und was hat es mit dem Boot auf sich übrigens? Und wir haben auch noch keinen Schlüsselstift hier, ne? Jalla, da gibt es ja echt noch viel zu tun. Und da muss ich auch irgendwie runter. Aber so krass war die Explosion ja dann doch nicht, dass mir hier alles andere abfackelt, ne? Es war ja nur hier, in Anführungszeichen, nur hier, dass da alles abgedampft ist.